Stiamo provando di andare a un castello oggi e rispetto a ieri il cielo è un po' più nuvoloso, assolutamente. Ci abbiamo preso ieri ad andare su perché c'era molto più limpido. Buongiorno a tutti signore e signori, benvenuti al castello di Lanskron. Io sono Carlotta e come avrete capito tradurrò per gli italiani presenti. Accanto a me c'è il mio collega Franz. Die Vorführung soll in erster Linie der Greifvogelkunde und dem Greifvogelschutz dienen. Das Hauptziel von uns hier liegt darin, unseren Gästen einfach ein bisschen mehr Einsicht und Verständnis für Lebensräume und Lebensweisen dieser seltenen Tiere zu vermitteln.
Principalmente ci occupiamo di informare i nostri visitatori sulla vita e le abitudini di questi magnifici animali. Ein weiteres Ziel unserer Arbeit befasst sich mit der Nachzucht der Vögel. Und zwar wollen wir mit dem jährlichen Nachwuchs vor allem einmal den eigenen Bedarf an Greifvögeln und Eulen abdecken. Und zum anderen sind wir auch an sogenannten Arterhaltungsprogrammen beteiligt. In diesen Projekten geht es darum, besonders seltene Greifvogel- und Eulenarten in menschlicher Obhut zu vermehren, nachzuzüchten, um den Nachwuchs in der Folge auch wieder Ansiedelungsprojekten zur Verfügung zu stellen. Inoltre ci occupiamo degli animali che nascono e crescono qui da noi, qui vengono allenati per poi far parte dello spettacolo, poi facciamo parte dei gruppi per reintrodurre delle specie protette. Wir bemühen uns auch um verunfallte Greifvögel und Eulen aus der Natur. Es passiert nicht so selten, dass solche Tiere vor allem in der zivilisierten Landschaft verunfallen und verletzt gefunden werden. Und diese Pfleglinge kann man hier bei uns abgeben. Wir haben eine Auffangstation eingerichtet, wo sie tierärztlich versorgt werden. In der Folge kümmern wir Falkner uns dann darum, pflegen sie gesund, um sie eben dann, wenn sie wieder genesen sind und vor allem auch fit sind für das Leben draußen in der Natur, am Fundort wieder freizulassen und damit für die Wildbahn zu erhalten. Un altro dei nostri obiettivi è quello di prenderci cura degli animali feriti che ci vengono portati ogni giorno qui all'arena, qui vengono curati per poi essere rimessi in libertà. Bevor jetzt unser erster Vogel startet und es richtig losgeht, möchte ich Sie noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, denn unsere Vorführung, die wird bestimmt nicht ganz programmgemäß ablaufen, vor allem deswegen nicht, weil die Tiere ja doch alle ihren eigenen Kopf haben und deswegen immer nur das machen, was sie gerade für richtig halten. Also wir dürfen unsere Vögel nicht mit Maschinen verwechseln, die man da irgendwie auf Knopf oder Hebeldruck steuern könnte, so wie ein Modellflugzeug. So bei uns passiert es regelmäßig, dass ein Vogel vielleicht auch gar keine Lust hat zu fliegen, dass er einfach sitzen bleibt oder dass er sich umgekehrt verhält, dass unser Vogel gleich nach dem Start in der Ferne verschwindet, um einen ausgedehnteren Rundflug durchzuführen und von so einem Ausflug erst in ein paar Stunden oder vielleicht sogar erst in einigen Tagen retour kommt. Wir haben Ausflugspezialisten, für die ist das durchaus normal, besonders bei gutem Flugwetter, länger unterwegs zu sein und genau aus dem Grund sind wir im Moment nicht ganz komplett mit unserem Vogelbestand. Einige unserer Akteure vermissen wir aktuell, sie sind unterwegs von den Vorführungen der letzten Tage. Prima di cominciare lo spettacolo vorrei comunque ricordarvi che questi animali hanno la loro testa, quindi fanno quello che gli pare e piace. A volte, se non hanno voglia di volare, atterrano direttamente in mezzo al pubblico, capita abbastanza spesso. Se invece hanno voglia di volare, prendono il volo, prendono quota e ritornano dopo alcuni giorni. Ja, den Anfang, den macht ein eher untypischer Vertreter für einen Greifvogel- und Eulenzoo. Es ist nämlich ein Kohlkrabbe. Mit ein bisschen Glück wird unsere Isabel, sie ist 3 Jahre alt, hier auch sie auftauchen. Sie startet gleich direkt von ihrer Anlage. Sie haben dann schön sehen Sie, dann zieht sie mal vorbei. Eccola qua la nostra prima attrice dello spettacolo, la nostra Isabel, un esemplare di 3 anni di corvo imperiale. Ah, sehr schön, sie bleibt hier im Nahbereich, kommt einmal hier durch die Arena geflogen. Wunderbar, das ist also ein Kohlkrabbe, der weder mit den Greifvögeln noch mit den Eulen verwandt ist, sondern er gehört zur Familie der Krähenvögel und ist in dieser Familie, wo es einige Arten gibt, mit Abstand der größte. Ja, der Kohlkrabbe, der hat eine Flügelspannweite so um die 1,20 Meter und wiegt ein stolzes Kilogramm. Questi animali ovviamente non fanno parte della famiglia degli uccelli rapaci, è un uccello canoro ed è più grande tra di essi, infatti ha una popolare di oltre 1,30 m e pesa intorno al chilogrammo. Il Kohlkrabbe è un chilo. È per uns in der Natur recht gut verbreitet, besonders in der Gebirgsregion, also im ganzen Alpenraum findet man sie regelmäßig. Bewanderungen immer wieder auch zu beobachten. Wir haben hier regelmäßig Gäste, wilde Kohlkraben, die wir sehen können bei unseren Vorführungen. Den Kohlkraben, den erkennt man ja vor allem an seinem rabenschwarzen Gefieder, aber auch an seinem ganz typischen Flugbild. Er hat zum Beispiel diesen wuchtig langen Schnabelkopf und Hals sind im Flug sehr schön zu sehen. Ja, diese Körperteile überragen ganz deutlich sichtbar die Tragfläche nach vorne hinaus. Das heißt, der Rumpf und die Tragfläche überkreuzen sich ungefähr in der Mitte, was bei einem vergleichbar großen Greifvogel, wie zum Beispiel dem Mäusebussard, nicht der Fall ist. Ja, der Mäusebussard hat erstens den für Greifvögel typischen gekrümmten Schnabel, den Hals ein bisschen eingezogen, also da ragt vorne kaum etwas vom Rumpf über die Tragfläche hinaus. Und beim Kohlkraben haben wir dieses eher kreuzförmige Flugbild.
Questi animali sono abbastanza comuni, qua da noi ogni tanto possiamo osservare alcuni corvi imperiali selvatici che volano sopra all'arena. Questi animali in volo si riconoscono per la loro silhouette, infatti hanno questa apertura alare, questa linea dell'apertura alare che va a incrociarsi proprio nel mezzo con il corpo e il lungo becco, e appunto il lungo becco e la testa che mantiene allungati mentre durante il volo. Questa è una caratteristica grazie alla quale si possono riconoscere in volo, a differenza degli uccelli rapaci che invece hanno il collo proprio verso il corpo. Il flugo kommt vorbei, kommt immer noch anderes Körpermerkmal perfekt bei unserer Isabel. Sie hat einen keilförmigen Schwanz, also auch das ist ein Artmerkmal des Kohlkraben. Bei ihm sind nämlich die mittleren Schwanzfedern deutlich länger als die ganz außen. Ja, und das ergibt dann eben so eine spitzige Schwanzform, eine Keilform. Bei den Krähenvögeln ist das eben meistens so und bei den ganz großen Vertretern in der Vogelwelt auch, ja, beim Bartgeier, beim Schmutzgeier. Aber ansonsten in dieser Größenordnung des Kohlkraben hat man dann eher keinen Vertreter mit dem Keilschwanz. Wolfsbussard hat eher einen rechteckigen Schwanz, weil die Schwanzfedern gleich lang sind. Questo animale si riconosce anche per la sua coda che finisce in modo cuneiforme. Quindi le piume centrali sono molto più lunghe rispetto a quelle laterali ed è l'unico animale in questa grandezza che ha questa coda specifica che la possiamo ritrovare anche nei, per esempio in altri animali un po' più grandi. So, super Einsatz von unserer Isabelle. Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, sie muss eigentlich ständig mit den Flügeln schlagen, um hier die Höhe zu halten. Jetzt soll sie sich denken, naja, ist ja ein Vogel, warum soll er nicht flattern? Ja? Aber es ist so, dass die Tiere eher mit Energiesparverhalten ausgeprägt sind. Das wollen sie nicht unbedingt. Ja? Das ist jetzt schon so ein bisschen eine Anfangsfluglust, aber jetzt schön langsam vergeht eigentlich diese Ausflugslust. Das heißt, der Vogel ist gerne unterwegs, wenn die Sonne scheint, wenn thermische Bedingungen den Vogel hochtragen und wenn das Wetter nicht so ideal ist, dann tut er eigentlich nur das, was wirklich wichtig ist. Ja, da fliegt ein bisschen und bei der Savelle sieht man, dass er jetzt schon langsam schon die Puste ein bisschen ausgeht. Das heißt, sie wird warm, ja, die ständige Bewegung. Der Schnabel ist nämlich leicht geöffnet und bevor sie sich dann irgendwo einen Landeplatz außerhalb unseres Areals sucht, um zu rasten, werden wir hier einen Versuch starten, sie zurückzurufen. Vielleicht klappt es ja sogar mit einer Landung wieder beim Lukas am Handschuh. Oder darf ich auch unseren Kollegen hier auf der Arena, wie sie vorstellen. Se avrete notato, questo animale ha il becco aperto, la nostra Isabel si è riscaldata volando qui da noi, non c'è vento e vedete deve continuare a sbattere le ali per rimanere vicino all'arena e per questo adesso Lucas, l'altro nostro collega, tenterà di richiamarla qui sull'arena. Also da warten wir auf eine günstige Gelegenheit, so dass wir sie möglichst alle sehen können und jetzt haben wir gerufen und schauen wir, ob sie reagiert. Grazie mille per gli applausi, ovviamente a noi fanno sempre molto piacere. Per la nostra Isabel sono molto indifferenti, a lei interessa solamente il topolino che ha ricevuto all'atterraggio. Ja, schön, dass es geklappt hat. Isabelle, verabschieden wir noch aus der Arena. Der Lukas bringt sie wieder zurück in ihre Voliere. Das war sein heutiger Abend aus der Familie der Krähenvögel. Wahrscheinlich kennen einige von Ihnen auch einen älteren Kollegen unserer Isabelle, den Max. Ja, der ist heuer bereits 31 Jahre alt geworden und er ist von Beginn an bei unseren Vorführungen hier auf Burg Landskron mit von der Partie. Ist nach wie vor körperlich fit, obwohl er schon recht alt ist. Allerdings ist er, was die Wetterlage betrifft, extrem wählerisch geworden. Das heißt, wenn ich den Max heute hier in die Arena getragen hätte, um ihn zu starten, der wäre höchstwahrscheinlich nicht losgeflogen. Er schaut mir für so ein Wetter eher so ein bisschen vorwurfsvoll an und sagt, bitte Franz, flieg du. Sì, siete già venuti a trovarci qui da noi, conoscete anche un altro esemplare di corvo imperiale un po' più anziano, il nostro Max che ha già raggiunto una veneranda età di 31 anni e questi animali sono molto intelligenti, se passano molto tempo con gli esseri umani possono imparare anche a parlare, il nostro Max sa già dire allo Max e con questo tempo ovviamente lui non vuole volare essendo così anziano. Preferisce rimanere nella sua voliera. Ja, die Carlotta hat schon erwähnt, also wenn sie da an der Voliere bei Max vorbeikommen, befindet sich da unterhalb,
Sagt der Meister so nicht, dass wenn er gut drauf ist, er kann perfekt sprechen. Am häufigsten hört man von unserem Vollgraf Max ein Hallo oder auch ein Hallo Max. Also Krähenvögel sind wahre Meister in Sachen Stimmen imitieren, das machen sie in der Natur, aber genauso auch in menschlicher Obhut, und das sind halt auch menschliche Worte und Laute, die sie täuschend ähnlich wiedergeben können. Also vielleicht starten sie uns an der Max später nach der Vorführung auch noch einen Besuch ab. Und er sagt eventuell auch etwas zu Ihnen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt möchten wir Ihnen aber noch unseren ersten Greifvogel präsentieren. Und das ist heute Vormittag ein Turmfalke. Finden Sie da drüben bei der Kalotta, wenn Sie südlich rüber schauen, am Handschuh. Also der ist ja nicht groß, der Turmfalke, ist noch eine jüngere Turmfalkendame, aber sie ist ausgewachsen. Also der Turmfalke, der wird auch nicht größer. Adesso vi presentiamo il nostro primo uccello rapace dello spettacolo, la nostra Darina, un esemplare adulto di falco gheppio. Ja, und mit unserer Darina, so heißt sie nämlich, wollen wir es langsam angehen und mit ihr eine Anfängerübung zeigen, die wir mit jungen Greifvögeln, die hier gezüchtet werden und Flüge werden, eben durchführen, damit sie schnell fliegen lernen. Und diese Anfängerübung ist so aufgebaut, dass die Darina, wenn es klappt, zwischen uns Falkner, der Carlotta und mir unterwegs sein soll, und immer wenn sie einen von uns beiden erreicht hat, gibt es dafür auch eine Belohnung. Also da wartet bei uns immer ein wasserndes Stückchen Fleisch. Zur Motivation, damit es für den jungen Vogel auch einen Sinn macht, bei dieser Übung mitzumachen. Denn zunächst, ganz am Anfang, fehlt ihm die Flugkraft noch. Also da muss er schon wissen, warum er sich überhaupt bemühen soll. Con la nostra Darina, ripeto, un esemplare adulto di falco gheppio, vi mostreremo un esercizio per principianti. Quindi Darina dovrà volare tra me e Franz, dove all'atterraggio riceverà un piccolo pezzettino di carne come premio. Poi possiamo. Super Landung, Belohnung und vielleicht klappt es gleich wieder. Also die Übung, die wollen wir gleich einige Male durchführen, um Ihnen unseren Falken bei der Gelegenheit auch gleich ganz auf der Mitte zu zeigen. Also da kommen wir beide zu den Hügeln entlang. Und da sieht man den Falken typische Merkmale perfekt, wenn Sie da genauer hinschauen. Alle Falken besitzen zum Beispiel als typisches Artmerkmal wunderschöne große dunkle Augen. È fondamentale che durante lo spettacolo, quando soprattutto arriviamo vicino a voi con gli animali, rimaniate fermi ai vostri posti per non spaventare questi animali, e non vogliamo che abbiano un'esperienza negativa. Was man auch sehr schön erkennen kann, sind die dunklen Federbalken unter den Augen, den sogenannten Backenbart. Ja, das ist auch ein Falkenmerkmal, sieht man auch bei unserer Turmfalkendame sehr schön, diese Gesichtszeichnung. Die dunkle Gesichtsmaske schaut fast so ein bisschen aus, als wäre der Falke geschminkt. Altre caratteristiche di questo animale sono per esempio i loro grandi occhi scuri, Darina ha questi grandi occhi marrone scuro e le macchie scure che partono direttamente da sotto ai loro occhi. Alle Falken besitzen lange, schmale, spitzige Flügel und sind, wenn sie aus eigener Kraft Tempo machen, sind schnelle Flügelschlag zu beobachten. So wie unsere Darina hier. Und die liegt auch ganz knapp über dem Boden. Darin ist Ihnen sicherlich auch aufgefallen, das hängt einfach mit der ökonomischen Flugbahn zusammen. Das heißt, der Greifvogel ist zu einem Turmfalke dann einmal jagdlich völlig fit, beherrscht er auch den Rüttelflug. Das werden sicherlich die meisten von Ihnen auch kennen, aus eigenen Beobachtungen, die technischen Daten des Tollgraben, auch einen guten Kilogramm Gewicht, Flügelspannweite, ja, bis zu 1,20 Meter. Und im Moment können Sie auch erkennen, dass unser Sakafalke eine sogenannte Falkenhaube aufhat. Und zwar ist die Falkenhaube ein perfektes Hilfsmittel für den stressfreien Transport in der Falknerei, also auch für den Weg aus der Voliere hierher zu einem Startplatz in unserer Arena, leistet sie gute Dienste. Da geht sie eben auch noch ein paar Türen oder enge Gänge hindurch. Und das könnte den Falken irritieren. Und mit der Haube, wenn er die aufhat, wird das eben vermieden. Magari avrete anche notato che il falco sacro che ci è stato portato da Lucas indossa un cappuccio che serve per il trasporto dalla sua voliera fino qua all'arena. Dobbiamo passare alcune porte, alcuni corridoi abbastanza stretti e non vorremmo che si spaventasse, ovviamente prima di spiccare il volo il cappuccio viene tolto. So, jetzt kann man die Haube abnehmen, da hinten sehen wir ihn alle, da wird er dann auf einen Ansitzpfahl hingesetzt, da war unser Sackerfalke, der ist jetzt auch völlig frei und könnte jederzeit losstarten. Meistens lässt er sich aber damit Zeit und dieses Verhalten ist ganz normal für einen Greifvogel. Der Greifvogel ist ja auch ein Jäger in der Natur, und für einen Jäger ist es ganz wichtig, dass man selber eher
unbemerkt bleibt, das heißt, wenn man die ganze Zeit nervös durch sein Revier fliegt, dann weiß ja jedes Beutetier über die Anwesenheit Bescheid. Das heißt, der Greifvogel, der verbringt die meiste Zeit des Tages eher mit Stillsitzen, dass er unerkannt bleibt. Und erst beim passenden Moment, wenn er eben eine günstige Beutemöglichkeit wahrnimmt, dann startet er los und setzt seine ganze Energie und Kraft eben in seinen Jagdflug hinein. Questi animali in realtà, come tutti gli uccelli e rapaci, sono abbastanza pigri, non vogliono sprecare energia inutilmente, quindi il nostro falco sacro, vedete che rimane fermo su un punto rialzato del suo territorio e sta aspettando pazientemente che una preda passi vicino a lui. Also da schaut er sich nach wie vor um und wenn er nichts Passendes entdeckt, was für ihn als Beute in Frage kommt, dann sitzt er womöglich morgen noch da hinten. Und so lange wollen wir hier nicht warten. Ich werde dann einmal das Federspiel zeigen, ja, diese Beuteattrappe. Einen Lederkörper mit ein paar Vogelflügel ran fixiert, auch ein passendes Stück Fleisch befindet sich am Federspiel, das im Falle des Erfolges dann als Belohnung dienen würde. Der Falke versucht jetzt seine Beute müde zu fliegen durch wiederholtes Attackieren derselben. Und wie das funktioniert, möchte ich mir hier ganz gerne zeigen. Schauen wir mal, ob er überhaupt reagiert, wenn das Federspiel jetzt sichtbar wird. Also aufgepasst, konzentrieren wir uns. Sta ripetendo questi suoi attacchi, questi animali ripetono fino a 100 volte gli attacchi per riuscire a stancare la preda, sta prendendo quota per riuscire a buttarsi giù dall'altra parte per prendere velocità. Also der Falke jagt sehr selektiv und durch diese selektive Jagd ist aber auch ganz nützlich für die eigenen heutigen Bestände, wenn er kranke und schwache Vorrange erwischt. Questi animali riconoscono vedendo uno stormo di uccelli subito l'animale che è più inesperto, più malato, magari anche più vecchio e ripetendo i loro attacchi riescono a stancare la preda e a catturarla. Also da ist ein perfekter Stil unterwegs, alles aus eigener Kraft, er ist super durchtrainiert und auch bei ihm sieht man sehr schön Falkendetails wie schmale, spitzige Flügel, aber wenn er in der Nähe kommt, auch die dunklen Augen. Ovviamente anche questo falco sacro ha queste lunghe ali appuntite per prendere velocità, per risalire, sbatte velocemente le ali. Da wird er jetzt schon ein bisschen enger, wenn wir schauen, ob er vielleicht bei einem seiner nächsten Angriffe auch wirklich zum Erfolg kommt. Und heute hier auf der Wiese wird schon langsam müde. La preda sull'arena si sta stancando, quindi vediamo se in uno dei prossimi giri riuscirà a catturarla. Und vielleicht kann er jetzt den Sack zumachen, schon da hinten, kommt wieder rein, jawohl! Ja, das ist eine Verhandlung. Das hat man gesehen, auch unser Sagerfalke, der hat ein bisschen Schnauf, so wie ich. Für die betreiben ihre Temperatur. Die Blande, più forte di lui, abbiano visto la sua caccia, vogliono portargli via la preda da sotto le sue zampe. Adesso Luca aspetterà di riprendere questo animale sul guantone, anche questo animale come tutti i falchi ha questi grandi occhi scuri e le macchie scure si possono riconoscere molto bene perché sono più scure rispetto al piumaggio circostante. Il prossimo attore era un nibbio bruno, l'avete visto brevemente partire direttamente dalla sua voliera. Adesso aspetteremo finché non torni qui da noi. Also ich hoffe, dass ihr die meisten von Ihnen auch beobachten konnten, dass Falkin vorbeigezogen ist. Ja, dann kommt er schon wieder. Er ist dann gleich einmal Richtung Süden, Richtung Westen raus verschwunden, also in südwestliche Richtung. Sein Milan ist ein perfekter Segelflieger. Die Lane haben ein geringes Körpergewicht und eine große Flügelspannweite und Tragfläche. Und wenn jetzt in Körperproportionen ungefähr 700 Gramm schwer und eine Flügelspannweite so 1,30 Meter, und da sind aber dann auch breite Flügelflächen bei dieser Länge, das sind sie eben toll proportioniert für den Segelflug, für den Gleitflug. Bei unserer Isabel, wenn Sie sich erinnern, bei der Kohlgraben-Dame haben wir ja erkennen können, dass sie permanent mit den Flügeln schlagen musste. Also da hat der Wieland schon einen ganz anderen Gleitfaktor. Der kann eher länger mal eine Gleitphase einnehmen, auch bei diesem eher trüben Wetter. Ja, heute ist es ja keineswegs ideal, kein Segelflugwetter, die Sonne fehlt. Ja, die sorgt für aufsteigende Warmluft, wenn sie scheint.
Questi animali sono dei perfetti volatori proprio grazie alle loro proporzioni, infatti hanno un'apertura alare di 1,30 m, 1,40 m e pesano dai 600 ai 700 grammi. A causa del loro peso non riescono a catturare delle prede molto pesanti, le prede sono un po' più piccole normalmente degli insetti. Ovviamente questo non è il tempo perfetto per questi animali, per i volatili, di solito si starebbero nel loro nido senza volare. Auch in der Natur sind es bei diesen Greifvögeln eher nötige Arbeitsentschädigungen für den Wert. Gleich wieder, da hat er die nächste Möglichkeit. Gut, ist ja ausgegangen. Und er ist schon wieder da. Come avrete notato, cattura le sue prede con le zampe per poi rimanere in volo e portarsene direttamente al becco. Ovviamente per queste piccole prede non ne serve atterrare e sprecare energia. Also, da waren wir zweimal erfolgreich. Der dritte Versuch, das war ein bisschen zu schnell geworfen, glaube ich. Da hat er das letzte Stückchen noch nicht ganz runtergeschluckt gehabt. Also, da war er noch nicht konzentriert genug, nicht frei, nicht locker. Aber dann zieht er wieder herein und dann wird es schwierig. Ja, das war die mächtige Szene gesehen. Das tolle Bemühen. Und da ist er schon wieder bereit für den nächsten Schuss. Vedete che rincorre la preda, quindi sbatte le ali con un po' più di frequenza per rincorrerla. Sicuramente di rimanere ai vostri posti perché vogliamo fare questo allenamento con il nostro nero. Invece tutti gli italiani se ne vanno. Per favore allora da questa parte, non fate il giro lungo e non spaventate nero. Der hat aber einen weißen Schwanz und dieser weiße Schwanz ist ein Artmerkmal für sämtliche Seeadlerarten. Also da gibt es ja nicht nur den Weißkopfseeadler, sondern da gibt es zum Beispiel auch den Nahen. Ganz, ganz bewegt. Adesso c'è un po' più di vento, quindi si lascerà trasportare un po' più in alto. Questi animali sono abbastanza pesanti, pesano intorno ai 4 kg, il nostro nero pesa 3,7 kg. Da ist er, im Anflug, vom Westen rein und dann beschleunigt er, jetzt aber ganz weit und hoch, genau, ui, ja, super Aktion, ist da unterwegs und hat ganz tolle Vorstellungen und vielleicht verabschiedet er sich da in Richtung seiner Voliera. Adesso ritorna da dove è venuto il nostro... Und seine Fänge sind ja wirklich auch nicht bescheiden ausgebildet. Die hintere Fangklaue zum Beispiel, das ist die... Eccolo qua, forse... Sechs Jahre ist er alt, auch hier bei uns groß geworden und mittlerweile trägt er das Altersfederkleid. In der Jugend war er fast schwarz, also kein Weiß am Schwanz, kein Weiß am Kopf, alles ist dunkel in der Jugend beim Seeadler. Schauen wir mal einen kräftigen Applaus für unseren Weißen.